Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu Transportfieber 2. Wir sind ja stehen geblieben, dass wir hier die erste Hafenanlage gebaut haben. Da haben wir Getreide. Jetzt möchte ich nur mal gucken, dass ich hier irgendwo die große Brotfabrik hinbaue. Ich muss nur mal gucken, wie ich das jetzt am einfachsten mache, weil die Brotfabrik ja nur auch zwei Anschlussgleise hat. Ich würde sagen, vielleicht setzen wir die hier so hin. So. Dann könnte man mit den Gleisen ja noch daher gehen. Und mit der Straße auch. So. Jetzt bauen wir erstmal eine Straße. Ja, nehmen wir außerorts. So. Die schließen wir jetzt hier an. In einer schönen Kurve. So. Und setzen die dann an die Straße hier dran. So, dann können die LKWs schon mal rollen. So. Wir werten diese Straße auch schon mal auf hier. Wahrscheinlich wird die auch noch breiter gemacht für die LKWs. So. Hier bis zum Bauernhof hin. Bauernhof direkt mit. Aber aufwerten können wir sie ja immer noch, wenn wir dann das andere machen. So, hier auch nochmal die Straße hin, damit sie zwei Anschlüsse haben. So, hier nochmal in die Seite rein, so, damit das auch funktioniert. So, jetzt könnten wir theoretisch die ersten LKWs fahren lassen, um das Getreide zur Fabrik zu bringen. Fangen wir mit LKWs an. So, wir haben ja hier auch die Depots. Ich muss jetzt nur mal gucken, das ist für Züge. Das ist für die LKWs. So, ich habe euch ja gesagt gehabt, dass die Tieflader dann auch, ich nehme mal zwei hiervon. So, der kann ja nur Benzin. So. Dann würde ich gerne hiervon einen nehmen. Wieder von denen hier einen. Damit sie ein bisschen durcheinander fahren. So, und nochmal von den mit Anhängern. Nehmen wir den gleichen nochmal. Hier. Ne, das ist ein anderer. Na, ist egal. So. Dann bauen wir jetzt die erste neue Linie für die Brotfabrik. So. Neue Linie. Neue Linie. Von hier nach hier. So, jetzt nennen wir sie, die nennen wir Farm zur Fabrik. So. So, jetzt die LKWs hier drauf, auf die Linie. Ich möchte jetzt da nichts machen. Ich möchte jetzt einfach. Achso, ja. Ich war auf dem Falschen. So. Das war Zug. Ne, das war ja. Habe ich die LKWs jetzt nicht gekauft? Doch, habe ich doch. Da sind keine drin. Da
Das sind ja auch die Züge. Was haben wir hier? Züge. Und die LKWs. Aber ich habe doch die LKWs gekauft. Alles egal. Fangen wir nochmal an hier mit dem. So einen offenen hätte ich gerne hier. Den. Dann hätte ich nochmal hier gerne einen. Von denen. Und vielleicht nochmal so einen offenen hier. So, alle auf die Linie Farmfabrik. So, jetzt gehen wir dann mal hier hin und hier raus. Was kann man denn hier noch konfigurieren? Ach, nur einfach umarbeiten. Alles klar, man kann da die Schienen und so noch ändern. So, jetzt schalten wir mal ein und schauen mal. Da kommt der erste LKW. Ich bin nur mal gespannt, was passiert bei den LKWs hier, die eine offene Ladefläche haben, wie das dann da aussieht, wenn das Getreide dann kommt. So, wir haben ja im Momentchen Zeit. Wir könnten jetzt erstmal gucken, dass wir ja irgendwie erstmal provisorisch die Schienen legen, weil wir ja nur nicht wissen, wie das hier weitergeht mit den Gleisen. Deswegen müssen wir erstmal provisorisch legen. Aber wir könnten sie auch ohne Weiche legen. Das geht. So. Auf die Brücke drauf. Ja, müsste gehen, ne? Ne, macht er nicht. Und von der Brücke runter. Weiß ich auch nicht warum. Dann müssen wir halt vor die Brücke gehen. Oder die Schiene hier so ein bisschen abreißen. Wir müssen natürlich die Fahrzeuge im Blick behalten. Jetzt das können wir nicht einstellen. Wie gesagt, es sind ja auch nur provisorisch geschieden. Wir müssen ja dann gucken, wie es nachher weitergeht vom Güterbahnhof.
dann kann das sein, dass wir sowieso hier die ein oder andere Schiene nochmal wegreißen müssen, um zu gucken, dass wir die Schienen da vernünftig verlegt kriegen. So, jetzt vorsichtshalber jetzt nochmal hier ein Signal hin und da ein Signal. Hier auch eins. So. Dann gucken wir jetzt mal, oh, jetzt ist es soweit. Ah, der lädt die Sachen so auf. Auch nicht schlecht. So. Jetzt hätten wir ja für die Brotfabrik schon mal die Anlieferung. So, jetzt müssten wir nur mal gucken, dass wir vielleicht noch einen Zug hier rauskriegen. Der bei dem anderen Bahnhof schon mal die Güter holt. So, eine Elektrolok. Mal gucken, was wir hier haben, Schönes. Das sind ÖBBs. Ja, aber das ist ja nicht, nicht schlimm. So, wir gucken mal weiter. Wir haben ja genug von den Loks. Elektro, die sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir die. Dann brauchten wir noch Cargo-Anhänger, die Getreide transportieren können. Der kann das zum Beispiel. Der müsste das auch können. Ne, der kann Brot. Ja, Getreideanhänger haben wir jetzt nicht so viele. Was haben wir hier? Der kann auch Getreide. Der kann auch Getreide. Offener Güterwagen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aussehen. Wir nehmen einfach mal zwei davon und nehmen dann, hier, 105 Meter, ausgezeichnet ist die Leistung. So, neue Linie von hier nach hier. Hat er denn jetzt her mit uns? Hat er jetzt die neue Stadt Jung gar nicht angenommen? Hier. Warum kommen wir nicht dahin? Ah, es ist beides das gleiche. So. Die andere hat er nicht angenommen. So, mal gucken hier. Ja. Ich würde sie jetzt mal richtig rot einfärben, damit man die Linie sieht. So. Er will daher fahren, wo der ICE steht. Das können wir nicht machen. Müssen wir ihm einen Wegpunkt setzen. Wir müssen mal das Horn einen Wegpunkt setzen. Nach hier. Und in der roten Linie, wenn er von hier kommt, wenn er von hier kommt, auch bitte. Na, gucken wir mal, wir könnten ja vielleicht noch einen Wegpunkt hier hinsetzen. Da geht nicht. Doch, müsste ja hier hingehen. Und wenn er von hier kommt,
müsste er hierher fahren. So, warum ist denn jetzt da? Ja. Macht er auch. Und hier vielleicht auch nochmal ein Wegpunkt. Aber wir lassen es erstmal so. So. Wo kommt jetzt unser Zug? Ja, der kann hier nicht rüber, weil er immer da rein will, wo er auch herkommt. So, wo war jetzt unser Zug? Da müsste er gewesen sein. Da ist er. So. Müssten wir jetzt hier noch ein Signal hinstellen, damit er rausfahren kann. Wir müssten dann ja hier Signale setzen, dass er hierher darf. Jetzt muss ich mal gucken, der fährt daher. Hier noch ein Signal hin vor der Weiche. Hier noch ein Signal, dass er da rüberkommt. Und dann auch ein Signal hier hin. Aber ich sehe gerade, hier ist ja gar nicht zu. Warum fehlt das da? Hier hin.
seht das. Vorschläge, wie wir es anders bauen können oder auch Umleitungen machen können und wie gesagt, einen Daumen hoch, einen Kommentar und wenn ihr möchtet, würde es mich sehr freuen, wenn es auch mal ein Abo gibt. So, wir sind jetzt gleich am nächsten Tunnel. Weiter. Dass wir da hinkommen. Ein paar Minütchen haben wir noch, da kommt der nächste Coca-Cola zu. Ganz laut Frühstück auf der Linie. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit von diesem Zug gefällt mir nicht. Lasst uns mal eine andere Lok nehmen. Eine elektrische. Die 175 km/h, 140. Ja, aber ich verstehe nicht, dass die jetzt da so langsam fährt, wenn sie 160 schafft. Die schafft 140. Wir nehmen erstmal eine Altminute. Flotter voran. So, geil. Es sind noch nicht mal Anhänger an dem Zug, aber es funktioniert. Der war jetzt sehr gut, der Kommentar. Ja. So, da müssen wir jetzt noch eine X-Weiche reinmachen, weil sonst tun sie sich ja gegenseitig stören. So, was sie jetzt auch schon tun. So, das Problem werde ich jetzt dann mal lösen und wir verkaufen erstmal diesen Zug, der sowieso keine Anhänger hat. Also, ich finde das jetzt eigentlich nicht amüsant, aber es ist halt so, der Zug hat keinen Anhänger. Naja, egal. Wie gesagt, in diesem Sinne gucken wir uns den Coca-Cola-Zug nochmal an. Hier ist ja die Farm. Die war mittlerweile auch irgendwie mal verschwunden. So, produzieren tut sie ja ganz gut. So, da ist der Coca-Cola-Zug. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt die Schienen hier auch weiterlegen, dass wir dann zweispurig oder dreispurig fahren. Das sehen wir dann. Und wie gesagt, wir könnten jetzt natürlich auch noch gucken, was die Fabrik hier herstellt. Hat die schon Waren zur Auslieferung? Hat die denn Ware? Da bringen LKWs sie hin. Ja. Was macht der Bauernhof hier? Der hat volle Lieferung. Jetzt müssten wir nur noch gucken, dass wir hier noch LKWs kriegen. Oder eine neue Linie machen. Nein, eine neue Linie hätte ich gerne. So. Und zwar von hier
nach hier. So, wo war das Gebiet, wo da, da soll das Brot, glaube ich, hin. So. Ja? So, nennen wir sie Brot. Hermsdorf. Dorf. Dorf, Dorf. So. So, jetzt müssten wir nur mal gucken, dass die Fahrzeuge, die jetzt hier auf dieser Linie sind, so, dass die LKWs hier diese, so, die Linie tun wir jetzt ändern für alle Fahrzeuge. Es sind nur zwei. Die setzen wir jetzt auf die Linie Rot-Hermsdorf. Ich muss gleich mal den Namen ändern. Ach ne, da sind sie ja drauf. Da müssen wir. Wo haben wir denn? Ach ne, es ist ja Fabrik Hermsdorf. So, wo haben wir sie denn? Hier, Rot nach Hermsdorf. Das ist aber doch die gleiche. Habe ich denn jetzt. So, beide LKWs. Nein, es ist ja nicht Brot nach Hermsdorf. Habe ich beides Brot nach Hermsdorf genannt? Das ist aber doch die gleiche Linie. Ich will aber doch die, nicht die blaue. Das ist die. Ich möchte aber doch beide LKWs auf die. Das ist auch Brot Hermsdorf. Wo haben wir denn jetzt die Linie? Das haben wir auch hier nirgendwo. Ich habe doch gerade die Linie eingerichtet. So, jetzt bin ich aber auch so ein bisschen durcheinander. Wir haben doch hier eine Linie von der Brotfabrik gemacht. Linie. Ja, das ist sie doch hier. So, muss ich jetzt da neue LKWs bestellen extra? Das ist Brot Hermsdorf. So. Holen wir hier LKWs. Kaufen. Nein, erstmal rausgehen. Kaufen. Kaufen. Also, ehrlich. Das ist auch Zug, oder? Ja. Also hier. So, LKWs kaufen. Jetzt nehmen wir die Sattelschlepper. So, zwei rote. Und die zwei weißen. So, und die kommen jetzt auf die Linie Brot nach Hermsdorf. So, und jetzt gucken wir mal. So, da sind sie. Und die Linie geht daher. So, das passt ja jetzt schon mal. So, dann müssen wir diese Linie nur anders benennen, sonst funktioniert das mit den Linien nachher nicht mehr. Aber das kriege ich auch noch hin, oder wir. In diesem Sinne, die Zeit ist schon wieder um. Bleibt gesund, werdet gesund, denkt an den Kommentar, an den Daumen und eventuell an ein Abo. In diesem Sinne, bis demnächst, euer Donny.